Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge sind wir auf so ein, zwei Sachen mal eingegangen. Wieder mal in dieser Folge auch vielen, vielen Dank an TB. Auf all eure Tipps werde ich in der übernächsten Folge eingehen. Da, wie gesagt, ich nicht nur ein Video aufnehmen und dann das nächste Video erst produzieren, wenn das eine Video draußen ist, sondern immer eine Woche produziere, weil es für mich einfacher ist mit meinem Job, mit meiner Arbeit, mit allem, was ich zu tun habe. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass das nicht anders geht, aber es ist für mich, sagen wir mal, auch der einfachste Weg, hier irgendwie Videos immer zu produzieren. So, ich brauche Tinker's Construct. Bedeutet, ich brauche jetzt wieder mal das Add. Tinker's Construct. Funnels the smelter and alloy tank using solid fuels. Okay. Melter. Smaller version of the smeltery place above a heater. Ach, das kann man. Ach, come on. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ach, leck mich doch, ich brauche mehr Sand-Saplings. Wo war Sand? Sand habe ich nur einen, ne? Scheiße. Leute, ich brauche mehr Sand. Aber es regnet, bedeutet, die Dinger werden voll, oder? Normalerweise. Die sollten jetzt voll werden wieder. Und ich habe wieder ein bisschen Wasser auf Lager. Du bist bauen. Und bauen. Aber wir können hier nochmal einen platzieren. Aber gut zu wissen, dass ich nicht... Oh. Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Mann, es wäre so einfach gewesen. Wachse schneller, Junge. Aber wenn es hier alles steht, weißt du, unten... Ja, wie TB hat auch gesagt, ich brauche am Ende von jedem nur ein Sapling, weil es gibt 3 Millionen Saplinge. Aber ich hätte halt doch irgendwie gerne ein paar mehr, falls ich mal wirklich eine größere Produktion starte. Wer weiß, was ich alles in Zukunft noch hier baue. Dann... Wäre es halt praktisch, wenn ich eine wirklich ununterbrochene... Und so ein schöner Bonsai-Garten ist ja auch was. Stell dir vor, wir machen hier so einen richtig schönen Terrakotta-Garten oder sowas. Mit ganz viel Bonsais, die automatisiert hier auch ein bisschen was reinschmeißen. Fände ich schon irgendwie geil. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug, wenn ich das ganze Sandzeug hier auch mitnehme. Dass ich mir nochmal ein Sand machen kann. Genau, ich brauche das da. Ah, das muss ich hier machen, ne? Scheiße, okay. Nochmal der Versuch, ganz schnell. Zu normalem Glas zu kommen. Nein, ich wollte Sand haben. Fuck. Ich will schon wieder nach Sand suchen, das ist doch kacke. Ich weiß nicht, nie auswendig, wie die Scheiße aufgebaut ist. So, Sand. Perfekt. Jetzt darf ich wieder nach Tinkers gucken, damit ich Tinkers hier fürs Erste drin habe. Dann den ganzen Schmarrn wieder in den Sand reinschmeißen. Sand Leaves. Danke für das Zeug. Und der Heater. Der braucht einen Ofen. Hier brauche ich 6. 12. Perfekt, geht sich aus. Nice. Ja, nice. Wie voll bist du mittlerweile? Holy shit. Das Ding geht ab wie ein Schnittchen, du. Vorteil ist, ich krieg dir mittlerweile genügend Holz. Also jetzt Melter erstmal. Und dann einen Melter noch. So, das setze ich mal jetzt alles hier auf so eine... Habe ich noch? Ja, habe ich noch bestimmt davon. Setze ich jetzt mal hier hin, einfach weil es bestimmt offen. Also hier ist smaller version of the smeltery, place above a heater or a seared tank to fuel. Seared heater. Und dann da drauf ein Melter. Jetzt sind die beiden aktiv. Du kriegst das da rein. Und wie zur Hölle funktioniert das jetzt? Capacity Ingots. Okay. Wenn ich jetzt Eisen machen will.
Iron Sapling. Dann muss ich Molten Iron da reinkippen. Das geht in so einen Melter. Aber kann ich da jetzt rein theoretisch mein Iron Ember auch reinkippen? Es passiert was. Schauen wir mal, was passiert. Ich tue da noch ein bisschen Holz rein. Mein Gott, meine Holzproduktion ist ja nicht schlecht. Heizt es sich auf? Geht das überhaupt? Und die andere Frage ist dann, wie zur Hölle kriege ich das da raus? Weil ich brauche ja dann so ein... Ja, da muss ich bei Tinkers Conquest wieder gucken, ne? Tinkers... Ah ne, ich muss Add Tinkers schreiben wieder, ne? Add funktioniert. Tinkers... So. Außerdem kann ich ja auch sagen, arbeite ich im Hintergrund weiter an meinem amerikanischen, meinem englischen Kanal. Wie ich schon mal in einem meiner älteren Videos erwähnt habe, will ich im amerikanischen Markt auch ein bisschen tätig werden. Funktioniert das so? Ich weiß es nicht. Also Iron tut sich auch nicht umwandeln. Scheiße. Iron. Ich kann... Ah. Okay. Ich brenne dich erstmal im Ofen. Dann habe ich dann Eisen. Gut. Nochmal Add Tinkers gucken. Alloy Tank. Alloys. Liquids from Seared Tanks and Melters. Place above a Seared Heater or Tank to Fuel. Aha. Ja. Yeah, yeah. Mein Problem ist eher, ich muss herausfinden, wie zur Hölle ich alles zusammenbaue. Grouch. Habe ich nicht noch sogar Clay? Ich habe sogar Clay, ja. Jetzt schauen wir mal, ob er das Eisen geschmolzen kriegt. Sollte aber eigentlich, oder? Not enough heat to melt. Och, come on. Muss ich da jetzt sowas verwenden, oder? Muss ich jetzt nochmal Lava produzieren? Ja, Mann. Mann, ey. Das ist doch jetzt beschissen. Ich dachte, ich habe einen simplen Weg jetzt rausgefunden, aber nein, habe ich nicht, wie es scheint. Und ich muss weiter Sand machen. Bedeutet, ich brauche mehr Sand. Habe ich noch Sand-Zapplings? Bone-Zapplings. Ich habe wieder so viel Bone-Scheiße dabei. Wachst du mal schnell, ich tu mir noch mal schnell hier ein paar Mal beißen. So. Bin ich noch immer nicht sicher, was ich zur Hölle machen muss. Ich brauche Clay. Alles nicht mehr wirklich sortiert hier. Gravel brauche ich auch dafür. Coal Sapling. Ich hab gedacht, das Ding wird heiß genug. Hm. Wahrscheinlich doch nicht. Gut, okay, dann müssen wir wieder auf andere Möglichkeiten setzen. Oder ich kann was anderes runter platzieren. Hier steht's auf a smeltery place. Above a heater or a seared tank to fuel. Was ist denn jetzt ein seared tank?
Vielleicht gibt es das ja wirklich hier. Was ist das hier? Ist das ein Seared Glass? Das ist ein Seared Tank. Dafür brauche ich wieder Glas. Ja, toll. Leute, so viel Glas habe ich jetzt nicht immer auf dem Lager. Und da soll ich dann wahrscheinlich Lava reinplatzieren, damit das sozusagen sich erhitzen kann. Dann darf ich wieder Lava produzieren. Yeah. Okay, ich habe schon mal einen, der ready ist danach für die Verarbeitung. Den tue ich jetzt erstmal hier rein, weil Holz. Sandleaves kommt hier hin. Clay habe ich schon. Clay habe ich schon. Nein, habe ich nicht, aber Gravel habe ich. Meins. Ah, das war falsch. Meins. Ich habe einen neuen Gravel-Sapling erhalten. Cool, ich bräuchte eigentlich mehr Sand-Saplings, aber ist ja wurscht. Bauen. Sand. Bauen. Gravel Resin. Mhm. Also, jetzt habe ich aber nichts drauf bekommen. Jetzt muss ich wieder so ein Grout herstellen, ey. Oh, ja. Wenn ich das einfach hier mal finden würde, da ist es. Okay. Gravel. Sollte man vielleicht auch dann. So, zweimal Gravel. Check. Gravel habe ich in Maßen. Okay, in Massen. Dann habe ich hier Sand. Einmal. Clay wird natürlich aus dem Clay-Block gewonnen. Habe ich auch noch ein paar Mal. Bedeutet, ich kann jetzt rein theoretisch das hier machen. Ja. Ein bisschen Grout ist wenigstens etwas. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal einen Sandsapling groß machen soll. Damit ich mehr rauskriege und dann halt noch ein paar von den anderen Pots umfunktioniere. Damit ich mehr Sandsaplings krieg. Ich habe schon wieder zu viele Sticks dabei. Gravel hatten wir, genau. Aber dadurch, dass ich jetzt weiß, was ich zu tun habe, kann ich ja rein theoretisch die mal hier ein bisschen umplatzieren. Du bist Bone. Du kommst mal nach hier. Du bist Clay. Du hast noch keinen Platz, aber du kommst auf jeden Fall ein bisschen nach hinten. Du bist auch ein Bone Sapling. Geh zu deinem Bone-Freund. Hier muss Gravel hin. Nimm das Ding jetzt. So, machen wir jetzt hier ein bisschen frei, damit wir sehen, wo wir was machen. So, okay. Schaut doch schon mal relativ aufgeräumt aus. Den einen können wir auch schon hier platzieren, zu Sand. Gut. Erstmal Sand fahren. Dann können wir direkt Gravel nochmal einen Schuss geben. Und dann Clay. Ah, meine Spitzhacke ist gebrochen. Scheiße. Adieu. Ich finde es gerade geil, dass ich auch jetzt so verschwenderisch langsam sein kann. Weil ich, also im Sinne von, ich muss nicht darauf achten, dass ich genug Holz habe, um eine Axt zu machen. Ich kann die alte Axt wegschmeißen, weil interessiert keinen. Das Dirt brauche ich gar nicht, aber ich kann die Sapling abarbeiten. Ne, die sind schon gefällt worden. Die beiden sind auch fällbar und der Sand-Sapling erst recht. So, da kann ich hoffentlich jetzt ein bisschen Gravel reinfunden. Gravel, so, okay. Und Gravel habe ich eh noch einiges auch hier. Lolla, die okay. Clay, ich habe noch kein Clay-Zeug gebaut. Oh Mann. Ja. Nee, aber ist ja nicht schlimm. So, noch ein Versuch. Sand.
Eins fehlt mir noch, weil ich würde dann gerne nochmal so eine Smeltery versuchen zu bauen. Hui! Oh, darauf habe ich doch gewartet. Wir gehen nochmal Bonsai-Gedöns. Yes, Bonsai. Ja, das ist mit Hopper. Bonsai-Pot ging so. Okay, ich brauche nur, die müssen nur die 5 schmelzen. Genau auf diesen Moment habe ich gewartet. Jawohl. Ah, oh, okay. Falsche Hoffnung. Aber ich tue schon mal platzieren. Ich war gerade so happy. Okay, ja. Schade. Wir tun trotzdem schon mal ein bisschen Clay und wandeln für die nächsten Steps dann. Das ist auch nicht. Warum ist hier oben Gravel? Warum? Send Anchors und so Zeugs. Ich hab gedacht, ich hab jetzt echt einen. Ah, fuck, weil ich zu früh gedrückt hab, ich Idiot. Mann, oh Gott. So, okay, weg. Also echt nur herumarbeiten, das ist wieder so. Das wollte ich euch eigentlich nicht antun. Sand. Kann ich noch nicht machen, weil geht ja nicht. Genau, da war ja was. Wer schlau ist, der vergisst's auch nicht, ne? Jetzt habe ich gerade das Grout verloren. Das ist nach da drüben marschiert, okay. Nicht schlecht. Gravel kann ich machen? Ja, dreimal. Jetzt habe ich 7-mal auf Lager. Sand wollte ich schon wieder gerade machen und... Oh Gott. Aber jetzt. Aber jetzt kann ich einen Sand machen, oder? Weil ich hoffe, dass ich dann sozusagen den schnell den Smelter machen kann. Das wäre jetzt so meine Idee. Bonsai-Pot dahin platzieren. Für die Zukunft orientieren. Ja, ja. Aber das Ding funktioniert echt mega gut. So viel Cobblestone, wie da jetzt schon drin ist, habe ich in der Zukunft auf jeden Fall genug. Da brauche ich, die kann ich auch noch upgraden, ne? Da war ja das auch noch. Tinkers Construct kommt auch noch uns auf uns komplett zu. Das wird auch nochmal eine ganz lustige Sache. Wie habe ich nochmal Lava gemacht? So. War das nicht unter dem Einplatzieren hier? Also erstmal nehmen wir das Wasser raus. Da können wir wo platzieren. Wir können uns ja jetzt eine unendliche Wasserquelle mal designen. Ist zwar komplett unnötig, aber ich mach's trotzdem. Achso, vielleicht sollte ich dann den Rest hier auch abdichten, weil ist ja tiefer. Ah, hier stehen. Ah, die Scheiße, die Fackel muss weg. Ne? Die Fackel müsste dann weg, weil jetzt kommt der hier Wasser rein. Und dann nehmen wir aus dem anderen Pot hinten das Wasser raus. Und wenn die Mechanik nicht mehr funktioniert, dann zweifle ich langsam an mein Minecraft-Wissen. Nein, das ist quer. Yes! Unendliche Wasserquelle. Wow. Yes! War das nicht hier irgendwie Cobblestone rein und dann unten Feuer platzieren? Ich habe doch eine Fackel da. Fackel und dann Cobblestone rein oder so in der Art war das. Lava, schick. Ich hab Lava. Erledigt. Das Problem da schon mal gelöst. Gut. Sand habe ich auch schon mal. Gut, und dann wollte ich diesen Sear Tank machen. Der war auf der Seite 3. Hier. Fuck! Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde bis zur nächsten Folge ganz viel Sand Trees mal sammeln und vielleicht den auch mal groß anbauen und werde schauen, dass wir dann halt in der nächsten Folge auf jeden Fall an unseren ersten Eisen-Sapling kommen, den mal pflanzen, um versuchen, so viel wie möglich draus zu machen. Ich werde versuchen, noch ein paar Saplings zu platzieren und dann werden wir in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen noch weiter am Bonsai-Garten hier arbeiten. TB, es tut mir auf... Ich danke dir auf jeden Fall tausendmal. Dein Generator hat mir schon mal hier das Leben einiges erleichtert. Mit den Saplings werde ich auch hoffentlich weiterkommen. Wir werden es sehen. Und ja,
Ich freue mich über jedes Kommentar. Wie immer, sagt euren Freunden Bescheid, dass hier eine geile Serie läuft, damit wir noch ein bisschen mehr werden. Vielleicht auch auf die anderen Serie. Schaut mal bei meiner anderen Serie, by the way, vorbei. Transport Fever 2 ist immer noch ein mega geiles Spiel. Ich baue da ein riesiges Verkehrsnetz auf. Könnte euch auch interessieren. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um nie wieder ein Video zu verpassen. Also, bis dann. Ciao.